Es sollte das größte Designer-Outlet Deutschlands werden. Genau hier in Duisburg auf dem ehemaligen Gelände des alten Güterbahnhofes. Bis zu 175 Geschäfte auf einer rund 30.000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche. Der Standort ist affengeil, wie der Berliner sagen würde. Die Lage ist einzigartig in Deutschland. Der Standort ist genehmigungsfähig und er hat Akzeptanz. Genehmigungsfähig, weil er unmittelbar an die Innenstadt anschließt, und Akzeptanz, weil man der Innenstadt nichts wegnehmen kann. Denn das, was hier käme, hat die Innenstadt nicht. Wegnehmen kann man was, Roermund zum Beispiel oder Düsseldorf. Die haben diesen hochwertigen Besatz, Duisburg hat ihn nicht. Deshalb wäre dieses DOC eine Ergänzung zur Innenstadt und keine Konkurrenz. Das haben einige Bürger aber anders gesehen, wie zum Beispiel die Bürgerinitiative Ja zu Duisburg, kein DOC. Wir haben einfach auch die Befürchtung, dass mit dieser Entwicklung die Innenstadt viel, viel stärker geschwächt wird, Kunden auch abwandern und diese Vorteile, die suggeriert werden, nicht so stattfinden werden. Die Initiative sammelte innerhalb von 6 Wochen 22.500 Unterschriften. Der Bürgerentscheid am 24. September 2017 sollte für Eindeutigkeit sorgen. Am Ende stimmten mit einer knappen Mehrheit 51,09% der Duisburger gegen das Outlet Center. Einen Plan B hatte es damals für das DOC laut Grundstücksbesitzer Kurt Krieger nicht gegeben. Die Alternative ist erstmal Denkpause. Wir haben es ja versucht mit einem Möbelhaus, daraus ist nichts geworden, das ist eine furchtbare Geschichte. Wir haben es versucht mit Büros, 3-4 Jahre sehr intensiv, daraus ist auch nichts geworden. Der Bürokunde geht nach Düsseldorf und sucht die Flughafennähe. Und wenn das DOC auch nichts wird, dann ist Denkpause angesagt. Das kann ich aber auch nicht ändern. Wir bleiben der Stadt Duisburg jedenfalls auch beim Negativen positiv verbunden. Das Ergebnis ist für Kurt Krieger und den Plan des DOCs negativ ausgefallen. Die Bürgerinitiative dagegen freute sich über den Erfolg. Wir werden jetzt natürlich Gespräche suchen mit Krieger, mit dem alten neuen OB, der ja letztlich dann auch Maßnahmen für die Stadtentwicklung in den Rat bringen muss. Und diesbezüglich werden wir Ideen erarbeiten, werden Gespräche führen und ich denke, das sind wir jetzt der Stadt nach diesem Ergebnis dann auch schuldig. Das DOC sollte einst die Chance für Duisburg sein. Aus dieser Chance wurde aber nichts. Vor knapp einer Woche wurde das Grundstück des alten Güterbahnhofes von der GEBAG gekauft. Man fragt sich, wie die Zukunft aussehen wird. Gibt es einen Plan B? Am 24. September jährte sich der Tag, an dem sich eine knappe Mehrheit der Duisburgerinnen und Duisburger in einem Bürgerentscheid gegen das Designer Outlet Center ausgesprochen und entschieden haben. Und der Duisburger Marketing Club Niederrhein lädt am 10. Oktober anlässlich dazu zu einer Podiumsdiskussion ein. Und dabei geht es um die alles entscheidende Frage, was macht eigentlich Plan B? Und genau darüber spreche ich mit meinem heutigen Studiogast. Ich freue mich sehr, dass er bei uns ist, der Geschäftsführer des Marketingclubs Duisburg-Niederrhein, Andreas Ocklenburg. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Herr Ocklenburg, ich habe es gerade schon angesprochen. Sie laden am 10. Oktober anlässlich dieses Bürgerentscheids mit der obligatorischen Frage, was macht eigentlich Plan B ein, zu einer Podiumsdiskussion? Was erhoffen Sie sich von diesem Abend? Wir erhoffen uns von diesem Abend erneut das Podium zu bieten, um die Verwaltung der Stadt Duisburg und interessierte Bürger, aber auch die Einzelhändler letztendlich zusammenzuführen, um tatsächlich auch zu schauen, was macht denn jetzt Plan B? Weil das Designer Outlet Center, wie Sie gerade sagten, ist abgelehnt worden. Und ja, wo bleibt der Plan B? Im Moment sehen wir noch keinen Plan B und unsere Podiumsdiskussion möchte dazu anregen und das auch die Plattform dazu bieten, in diese Diskussion zur Gestaltung dieses Plan Bs einzusteigen. Herr Ocklenburg, wie hätte denn aus Ihrer Sicht ein Plan B aussehen können? Wir vom Marketingclub wissen nicht, wie der Plan B tatsächlich aussehen kann für die Zukunft. Was wir mit der Veranstaltung machen möchten, ist halt die Plattform bieten, dass die Stadt und mit den Bürgern zusammenkommt und mit den Einzelhändlern entsprechend zusammenkommt, um diese Diskussion überhaupt erstmal anzugehen. Wie könnte denn ein Plan B tatsächlich für die Zukunft aussehen?
Nun ist aber einer solchen Podiumsdiskussion gerade auch das Austauschen zwischen Bürgerinnen und Bürgern und eben den anwesenden Gesprächspartnern sehr, sehr wichtig. Wer wird denn anwesend sein? Mit wem können die Menschen da in den Dialog gehen? Wir haben auf dem Podium sitzen, haben wir unseren Herrn Oberbürgermeister Sören Link. Wir haben den neuen Wirtschaftsdezernenten André Haag dort sitzen. Wir haben unseren Frank Oberpichler, also der Sprecher der Initiative Ja zu Duisburg, sowie den Lars Hoffmann, der im Vorstand des Einzelhandelsverbandes Niederrhein entsprechend sitzt. Also wir haben geschaut oder wir haben gesehen, dass wir das Podium möglichst gleichgewichtig besetzen, sodass wir tatsächlich in einen fruchtbaren Dialog einsteigen können. Und unser Vorstandsmitglied Mario Mais, der ja hier auch für den Sender hier auch tätig ist, wird dankenswerterweise die gesamte Veranstaltung moderieren. Was erhoffen oder wünschen Sie sich denn von dieser Podiumsdiskussion? Was wäre so Ihre Zielsetzung? Was sollte an diesem Abend bestenfalls dabei rumkommen? Ja, zum einen, wie ich sagte, die Diskussion, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben unseren neuen Wirtschaftsdezernenten André Haag tatsächlich auf dem Podium sitzen. Und vielleicht ist es ja auch eine Aufgabe für ihn, sich diesem Plan B entsprechend anzunehmen und in der Zukunft zu schauen, wie er diesen Gesamtprozess, das heißt die Belebung der Duisburger Innenstadt, entsprechend weiterhin moderieren kann. Nun hat die GEBAG das Gelände ja zurückgekauft von Krieger. Sind Sie als Marketingclub Duisburg-Niederrhein auch vielleicht bisher schon mal mit der GEBAG ins Gespräch gegangen, wie da so die Pläne aussehen seitens? So verstehen wir nicht unsere Aufgabe. Wir verstehen unsere Aufgabe als Berufsstandesorganisation der marketingtätigen Menschen, einfach die Kommunikation zu initiieren, um einfach weiter in das Gespräch, die Gespräche entsprechend dort weiterzuführen. Und dass die GEBAG jetzt von Herrn Krieger tatsächlich das Gelände abgekauft hat, ist doch schon mal ein gutes Zeichen, denn wir wissen, dann wird auch weiterhin etwas passieren. Über die Pläne der GEBAG sind wir aktuell nicht informiert. Vielleicht hören wir ja auf etwas darüber in der Podiumsveranstaltung. Jetzt gerade läuft ja auch die Expo Real in München. Auch da könnte das ja mitunter ein großes Thema sein. Vielleicht tut sich ja da auch was auf der Expo Real und wir bekommen da irgendwie neue Informationen. Es bleibt da auf jeden Fall spannend. Jetzt haben Sie ja eben auch den Einzelhandel erwähnt, der natürlich auch eine zentrale Gewichtung ist bei diesem Thema. Nun wird ja auch jemand vom Einzelhandel vor Ort sein. Ja. Was haben Sie denn da bisher so für Rückmeldungen, Feedback erhalten? Wie geht es dem Einzelhandel in unserer Innenstadt? Ja, wie Sie wissen, die Warenströme verschieben sich immer weiter zunehmend in Richtung Online-Geschäfte. Das heißt, die Paketdienste haben jede Menge zu tun. Dieses Volumen oder dieses Handelsvolumen wird natürlich von den Einzelhandelsunternehmen entsprechend abgezogen. Von daher sind solche Aktionen wie zum Beispiel die Aktion Heimatshoppen von Herrn Michael Röscher von der Industrie- und Handelskammer natürlich willkommene Veranstaltungen, aber sie reichen definitiv nicht aus, um letztendlich den Einzelhandel entsprechend zu stärken. Was denken Sie, wird an dem Abend der Podiumsdiskussion am 10. Oktober zwecks Einzelhandel denn so vor allem an Themen mit sich bringen? Was glauben Sie, wo drückt da am meisten der Schuh, abgesehen auch vom Onlinehandel? Dazu habe ich keine klare, scharfe Antwort letztendlich. In den üblichen Diskussionen wird eigentlich immer dem Einzelhandel eigentlich die Verantwortung immer so weit hinzugeschoben, nach dem Motto, lieber Einzelhandel, du musst dich bewegen, du musst dich verändern, du kannst nicht so bleiben, wie du in der Vergangenheit warst. Wir sehen viele Veränderungen bei den Einzelhändlern, das heißt, die Einzelhändler bemühen sich tatsächlich. Aber trotzdem muss diese Gesamtinitiative des Einzelhandels sicherlich auch von der Stadt Duisburg und auch von der Verwaltung der Stadt Duisburg entsprechend unterstützt werden und auch begleitet werden. Jetzt haben Sie als Duisburger Marketingclub Niederrhein diese Veranstaltung ja ins Leben gerufen. Ja. Sie haben eine solche Podiumsdiskussion ja auch bevor der Bürgerentscheid gelaufen ist, im vergangenen Jahr initiiert. Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie gesagt haben, Sie wollen dieses Thema jetzt nochmal aufgreifen und anpacken?
Ja, die Diskussion darüber, über dieses DOC oder Design Outlet Center beziehungsweise die Zukunft dieser Fläche dort am Hauptbahnhof, läuft ja schon einige Jahre. Und wir haben uns immer wieder im Marketingclub auch damit beschäftigt, okay, was passiert denn auf dieser Fläche? Macht es Sinn, dort ein weiteres Einkaufszentrum tatsächlich der Bevölkerung entsprechend zur Verfügung zu stellen? Was passiert mit der Duisburger Altstadt? Das war ja dieses große Thema, so nach dem Motto, dass wir also eine Verlagerung vom nördlichen Innenstadtbereich in den südlichen Innenstadtbereich entsprechend dort vornehmen. Und wir haben im letzten Jahr erstmalig, also zwei Wochen vor dem eigentlichen Bürgerentscheid, eine Podiumsveranstaltung organisiert, um letztendlich auch dieses Thema nochmal in der breiten Öffentlichkeit entsprechend zu diskutieren. Weil es gehören für uns aus unserer Sicht alle hinzu. Das heißt die Verwaltung, die Einzelhändler, aber sicherlich auch die Duisburger Bürger. Herr Ocklenburg, lassen Sie uns den Zuschauerinnen und Zuschauern noch zum Ende unseres Gesprächs verraten. Wo wird das Ganze denn stattfinden? Muss man sich anmelden und kostet es was? Okay, also wie Sie vorhin schon zu Anfang erwähnt haben, am Mittwochabend um 18.30 Uhr fängt die Veranstaltung in der Duisburger Liebfrauenkirche, also direkt gegenüber hier von der Oper, statt. Wir haben 250 Plätze dort in der Liebfrauenkirche. Die Veranstaltung ist frei, somit ist jeder herzlich eingeladen. Leider haben wir aber nur diese 250 Plätze zur Verfügung. Und von daher, jeder interessierte Bürger ist herzlich willkommen.